Retornet. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, aber. Naja. Lässt sich nun mal nicht ändern. Ach Mann, ich hatte so gehofft. Ich hatte echt so gehofft. Schade, komm mal. Die Chance war groß. Chance war groß. Oh. Und es ist halt auch ärgerlich. Ich meine, weil das ist ja wirklich ein Guter, der mich nicht irgendwo bescheißen wollte. Und für einen echt fairen Preis von 15 Gold hat er mir das angeboten. Warum kann ich. Ach so, weil ich die Route ja gar nicht angesetzt habe. Aber, naja, ist schade, echt. Naja, aber. Naja, ich kann man nichts machen. Punkt. Ist ärgerlich, Komma. Aber gibt bestimmt noch mal eine Möglichkeit, Komma, die Route aufzuwerten. Ja, weil, wie gesagt, er ist ein, hat man auch gemerkt, der Low Skill ist ja ein guter, der hat haben wir ja auch beim letzten Mal geholfen und da wusste ich auch, der bescheißt mich eh nicht. Ich meine, wenn er jetzt gesagt hat, er levelt das für mich, wäre ich dem Ganzen doch ein bisschen vorsichtiger entgegengetreten. Aber ich glaube, das wusste er auch. Und da habe ich dann eben deswegen hat er mir das so angegeben und ich meine, das Gold, das haben wir ja auch bald wieder rein. Also ich sag mal, darüber ärgere ich mich jetzt nicht und ich glaube, mit 15 Gold war dieser Cash-Edelstein auch bestimmt, hat er mir den wahrscheinlich auch noch unter Wert verkauft, weil normalerweise hätte man auch wirklich dafür bezahlen müssen. Naja. Aber ist nun mal passiert, manche Sachen, die lassen sich dann nicht mehr ändern. Und ich meine, es war zwar auch damals tragisch, als ich mir die Route hab schenken lassen und die dann da im Prinzip weggeworfen hättest. Aber ich sag mal, tja, so geht's. Und ich sag mal, die habe ich ja auch geschenkt bekommen. Und ich dachte echt, ich kann die da noch ein bisschen aufwerten, weil das war ja. Die Chance war ja auch wirklich da und die war nicht gerade gering. Aber es ist ja meistens so, dass das nicht klappt. Ach, ich bin wieder Bürger. Sehr gut, sehr gut. So, ich brauche noch zwei Äxte. Das ist auch gut. So, und wie sieht's eigentlich mit meinem Blackface aus? Ist das bald mal weg? Nee. Oh, die sind, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den gnadenlosen Vollstrecker erledigen. Und das ist scheinbar relativ einfach. Jetzt nur noch den da. Und dann sind wir hier auch fertig. Fertig mit den Nerven. Nee, mit den Nerven absolut nicht. Ist ja nicht so, dass mich das nervlich fertig macht. Absolut nicht. Nee, was mich jetzt so ein bisschen geärgert hat, war so, da war eine Aussprache von, hatte jemand unter den
Kommentaren geschrieben, spiel mal was anderes, das guckt doch keiner mehr, das ist langweilig. Und ich finde das immer schade, wenn dann einer immer nur für sich selber spricht. Und die letzten Zahlen, gerade der letzten Folge, also der letzten Aufnahmesession, so eine Folge, so 97 Stück, hatte ich heute gerade geguckt. Gut, ich nehme jetzt im Voraus auf. Und da sage ich, da ist nicht nur einer, der das guckt. Und das ist für mich eine Menge. Das ist eine riesengroße Menge. Und da sage ich, Junge, ist bloß weil du es nicht mehr magst, es gibt immer wieder die neu dazukommen. Und ich mache ja auch andere Projekte. Und jetzt wird auch wieder demnächst ein neues gestartet. So, und jetzt nehmen wir mal Moloch noch mit dazu. Mal gucken, ob wir da was ausrichten können. Wie viel das auch, Nacht. Und, oh nee, durch den gesamten Himmelsgarten muss ich reiten. Na prima, weil wir mal wieder verloren haben. Luschen. Na gut. Ich helfe da auch nicht gerade sehr viel weiter, um da mal ordentlich reinzuhauen. Ja. Ich habe aber Leistungspunkte. Da könnte ich mir ja wieder Weltwasser holen. Schade, dass ich meine ganze Ehre, die ich das letzte Mal so aufgesammelt hatte, dass ich die dann wieder verloren habe. Also da bin ich also ein bisschen, naja, klappt bei mir immer alles nicht so gut. Alles, was mit PvP so weh zu tun hat, ist bei mir doch so ein bisschen, naja, kriege ich immer nicht so gut hin. Naja. Ich sag mal, ist, denke ich mal, okay, ich sag mal, ich bin Level 80 zurzeit und das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ich hätte halt damals nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme, dass das überhaupt Leute gucken, weil es eben für mich nur so aus Spaß, Geige, Freude gemacht habe und nicht um damit irgendwie was Besonderes zu bezwecken. Und irgendwie ist das ein Selbstläufer geworden. Klar, ich habe teilweise auch viel zu viel angefangen, wo einfach die Zeit jetzt auch nicht mehr ausreicht. Und es ärgert mich eigentlich selber, dass ich so viele Sachen habe, die ich eigentlich gerne machen möchte, aber mir dann einfach auch die Zeit dafür fehlt, das umzusetzen. Und das finde ich auch so schade. Aber, naja, ist in dem Fall dann nicht zu ändern. So, ich bin im 80er drinne, im 80er Labyrinth. Ich bin ein armer Bürger mit nur 4 Gold. Genau, 85. Das dürfte ja jetzt auch wieder einiges an Erfahrungspunkte geben. Zumal ich ja auch die Erfahrungsschokolade habe. Ich weiß, das wird jetzt auch eine Weile dauern, bis ich die down bekomme. Davon gehe ich einfach aus, dass das jetzt nicht so schnell vonstatten geht. Und ich vermute mal, ich werde auch zu Moloch absolut nicht vordringen können. Und wie viel? 552. Das ist ganz in Ordnung. Weil auch einfach mein Inventory dann voll ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. Inventory voll. Ah, andere Feuerbasilis. Blaue mit dazu. Okay, warum dann nicht? So, dann sind wir ja hier mal im Feuerlabby. Da war ich eigentlich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange nicht mehr.
Und ich weiß halt auch nicht, was es dann jetzt so für schöne Erneuerungen in Sachen Rüstung und so gibt, weil damals hatte ich ja doch so gute Sachen an Rüstung bekommen. Und vielleicht sollte ich mich auch mal wieder demnächst ein bisschen buffen. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Na, wie lange brauchst denn du noch? Ah, na, gleich haben wir dich mal. Hahaha. In Flammen steigt ein Feuerbasilisk. Die sind auch nicht gerade einfach. Und mein Mana ist. Ach, der hat jetzt gerade automatisch Mana dran genommen. Das finde ich gut. Dass er jetzt automatisch den Mana dran nimmt. Aber ich werde mich gleich mal buffen. Ohne das sieht's, denke ich mal, doch schlecht aus. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall. Bin ich auch durch. So, und jetzt werde ich mich mal hier. Waffen einfach. Ihr fragt euch bestimmt, warum klicke ich hier drauf? Gut, ich könnte auch die Shortcuts verwenden, aber bei irgendeinem Shortcut verschwindet dann einfach meine Frame-Anzeige. Und naja, das finde ich dann immer nicht allzu prickelnd, wenn die dann einfach verschwindet. Das mag ich nicht so. Und deswegen habe ich das jetzt lieber so gemacht. Aber verdammt, ich hatte die doch erst repariert. Ach nee, das war das Feuer-Equipment, was ich hier raus habe. Und das lässt sich ja nicht so schnell und einfach reparieren. Aber mein Mana macht gleich wieder die Biege. Und ich habe ja schon dran genommen. Ja gut, das ist immer noch das Blackface. Ah, das hasse ich. Aber er dürfte es, denke ich mal, demnächst bald wieder ausgebessert. Oh, immer noch wieder, immer. Das wird langwierig und vor allem da ja wirklich der auch gesprungen ist, also rausgesprungen, ist das ein bisschen doof. Das ärgert mich auch, weil es halt ein Geschenk war. Die Rute mit den Edelsteinen. Ja, also wie gesagt, ich hatte wirklich die besten Absichten und auch mit diesen Cache-Edelsteinen. Aber es sollte wahrscheinlich nicht sein. Und irgendwas hat jetzt gebloppt. Ich weiß aber nicht was. Ach so, es hat mich gerade mal jemand auf Facebook angeschrieben. Aber eben beim Handy und da ploppt das dann. Oh, wisst ihr, was ich hasse? Ich hab ein paar Leute. Ich hab einen, der mich dann immer fragt, was machst du heute noch so? Was hast du morgen so vor? Und ich sag mal, okay, in gewisser Weise klar, sollte man sein Leben planen oder eine grobe Vorstellung haben davon, was man gerne machen möchte. Aber ich sag mal, eine grobe Vorstellung. Und nicht jeden Tag vollkommen ausplanen. Ich mag sowas einfach nicht. So dieses, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Da verbaut man sich so viel, man wird unflexibel. Ah, nee.
da finde ich es viel besser zu sagen, oh, ich guck mal, was kommt. Ich habe